Sack und zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zur nächsten Episode des Hannover 96 Karrieremodus. Wir sind wieder am Start mit der 23. Episode und heute geht es weiter in der Vorbereitung für die Saison 2016-2017 und natürlich geht es im European International Cup, naja, nicht mehr weiter, denn wir sind letzte Episode rausgeflogen gegen den FC Córdoba im Halbfinale. Dementsprechend müssen wir heute ja weiter planen für die normale Saison, schauen da mal, was so passiert. Ich habe da gerade übrigens gelesen, der Mann aus Guinea, und tatsächlich, er kommt aus Guinea. Ich hatte gedacht, dass Bangu aus Mali stammt, allerdings ist er aus Guinea. Köln bietet 6 Millionen für Schmiede, bei einigen Spielern, die ich normalerweise sehr ungern abgebe, weil ich ihn sehr gerne mag, aber ich habe gesagt 9 Millionen. Übrigens hier eine Leihe, die wir klar machen für Kenan Karaman nach St. Pauli, sehr, sehr schön. Dann spielt er in der zweiten Liga auf jeden Fall, denke ich mal, eine größere Rolle mit seinem Rating und entwickelt sich dementsprechend auch. Ja, aber bei Schmiede habe ich gesagt, 9 Millionen wäre eine Schmerzgrenze, bei der ich sagen würde, okay, da würde ich ihn abgeben und mal sehen, was Köln dazu sagen wird. Unsere Trainingsergebnisse sind ordentlich, zweimal D, zweimal aber dafür auch A und einmal B bei Nardi, der auch im Rating mal wieder steigt. Ja, Köln hat das Angebot akzeptiert, 9 Millionen zahlen sie uns für Manuel Schmiedebach und der wird unser Verein dann auch verlassen und wird uns relativ schnell in der Saison wieder zum Verhängnis werden, beziehungsweise wir werden ihn zu Gesicht bekommen als nächsten Spieler, beziehungsweise als neuen Spieler. Ja, Virgil van Dijk ist der Verteidiger, den wir anfragen möchten. Das ist Niederländer, den ich bereits angesprochen habe, ein für mich relativ realistischer Transfer, wenn man denkt, dass wir viele Niederländer im Kader haben und an sich auch vom Rating her sehr in Ordnung, hat relativ viel Potenzial, soweit ich weiß. Das ist ein sehr, sehr starker Verteidiger, den ich schon bei Celtic sehr, sehr cool fand und den ich auch bei den Saints extrem cool finde, gerade weil er extrem kopfballstark ist und einen richtigen Wumms hat, was Freistöße beispielsweise angeht, auch sehr interessant. Bin gespannt auf den Kriegen, 93 Körperstärke oder so in den Dreh dürfte er auch haben, also eigentlich ein idealer Innenverteidiger für uns, auch mit seinem Tempo. Wäre der Ersatz für Marcelo, ich habe auch gelesen, ich soll Milosevic holen. Und ich muss doch ganz ehrlich sagen, das werde ich wohl machen. Denn das finde ich eigentlich nicht realistisch, dass wir Marcelo abgeben. Dafür haben wir jetzt als ja quasi Stammverteidiger den Kollegen, wie heißt er denn jetzt hier? Mann, Virgil van Dijk, wenn wir ihn bekommen. Und dann als Ersatzspieler, beziehungsweise als zweiten Ersatzspieler neben Sané, beziehungsweise ja den anderen dann halt noch, Yoshida ist zumindest noch da, hätten wir noch Milosevic, wäre in meinen Augen in Ordnung. Ihr könnt mir gerne eure Meinung in die Kommentare schreiben und bin da auf jeden Fall mal gespannt. Das Angebot von den Saints wurde bereits angenommen, beziehungsweise von den Saints wurde das Angebot für Van Dijk bereits angenommen und dementsprechend sieht das ganz gut aus. Wir versuchen auch Eliaquim Mangala zu verpflichten, der ist zwar in Realität für 45 Millionen gewechselt, allerdings ja versuchen wir ihn hier günstiger zu bekommen, weil sein Marktwert nicht mehr so hoch ist bei den Citizens. Allerdings wird das, kann ich jetzt schon mal sagen, nicht klappen, denn der ist einfach zu teuer und den wollen wir uns auch dann gar nicht leisten. Vor allem, weil Van Dijk die bessere und günstigere Variante ist, der in meinen Augen, soweit ich zumindest weiß, oder es im Kopf aber auch mehr ja, Potenzial hat, von daher definitiv die rentablere Option für uns ist. Trainingsverletzung haben wir dann gerade gesehen, ich weiß gar nicht genau, was es war, ich glaube, es war nicht so extrem schlimm, dementsprechend müssen wir uns da keine Gedanken machen, dass wir zum Saisonstart irgendwie einen ausfallenden Spieler haben. Trainieren erstmal wieder Radlinger, der zurückgekehrt ist von der Nationalmannschaft, die Ergebnisse diesmal noch durchwachsener, zweimal D, zweimal C, einmal A, ist aber noch in Ordnung. Groß Nack steht kurz vor seinem nächsten Ratingbereich, beziehungsweise vor ja, seinem nächsten Upgrade, wäre auch ganz interessant, bin gespannt, was da passieren wird. Und ja, ansonsten seht ihr hier bereits, wir scouten noch mal ein paar Innenverteidiger, Kalidou Koulibaly unter anderem und Molla Wagé, der ist normalerweise kein besonders ja, starker Spieler, beziehungsweise potenziallastiger Spieler, aber er ist geglitscht anscheinend, genauso wie übrigens auch Radlinger und genauso wie beispielsweise auch Brugmann, den man eventuell von TBM kennt, hier übrigens Verkauf von Philipp in der FCSC Freiburg, sehr, sehr schön, dann werden wir den zumindest mal los für 1,8 Millionen Marktwert, ist sehr in Ordnung. Ja, wie gerade gesagt, Brugmann könnte man kennen aus dem Pescara-Karrieremodus letztes Jahr vom FIFA-Based Community, also vom TBM, von Markus, allerdings, naja, ist er hier geglitscht und ihr seht da, 43 Millionen, hat glaube ich 84er Rating oder 82er Rating, normalerweise glaube ich nur 73 Potenzial, läuft auf jeden Fall bei ihm, schade, dass wir den nicht ja schon vorher bekommen haben, aber wir wussten ja auch logischerweise nicht, dass der geglitscht ist. Van Dijk, ihr seht es hier, der ist akzeptiert, beziehungsweise hat sein Angebot akzeptiert, dementsprechend wird er zu uns stoßen und ist in der neuen Saison unser ja Innenverteidiger neben eben den genannten Salif Sané, André Hoffmann und wen hatten wir denn noch? Marcelo bzw. Milosevic, ja klar. Okay, den Kollegen Philipp haben wir jetzt abgegeben, aber mal sehen. Vielleicht kaufen wir noch einen, ich weiß es gerade gar nicht. Ich glaube, ich vergesse auch irgendeinen Innenverteidiger, ich bin mir aber gar nicht sicher. Kann sein, dass ich da irgendwas verdränge. Marcelo, wen haben wir denn noch? Schulz haben wir verkauft. Ich weiß es nicht, Freunde. Aber ist ja auch egal, wir trainieren unsere Mannschaft mal wieder. Die Ergebnisse in Ordnung. Dreimal C, einmal D, einmal A für Nardi. Der steigt auch im Rating bis zum geht nicht mehr. 23 Millionen geben die ja, Männer von Olympique Marseille für Kollege Erik Lamela aus. Interessant. Wir scouten mal wieder weiter Innenverteidiger, wie sie das gehört. Und Victor Wanyama. Denn wir haben jetzt ja, Schmiedebach abgegeben. Und auch wenn wir im zentralen Mittelfeld sehr, sehr gut besetzt sind und eigentlich keine neuen Spieler brauchen, warum nicht zumindest mal gucken. Kollege Klaus, ich sag viel zu oft Kollege, aber
ist auch egal. Dem Verein war in Darmstadt. Die haben dementsprechend eine neue Option auf der rechten Seite. Ich denke mal, der wird auch relativ viel spielen, weil er vom Rating her ganz ordentlich ist. Hier haben wir mal Brugmann gesehen. Das ist unglaublich, was er viel Wert hat. Aber gut, das kennen wir ja von geglitschten Spielern. Nicht anders. Letztes Jahr war es ja Sané im Karrieremodus bei Newcastle United. Dieses Jahr haben wir mal einen Radlinger in unseren eigenen Reihen. Und das schon, bevor wir ihn überhaupt verpflichtet haben. Wir haben hier noch ein paar Spieler aus der Serie A, die relativ interessant sind. Zum Beispiel Gyombert, der gar nicht so schlecht aussieht. Daher als Innenverteidiger mal sehen, ob der auch geglitscht ist, beziehungsweise wie wir den bekommen können. Aber das ist erstmal gar nicht so wichtig, denn jetzt ist viel wichtiger, dass wir ins erste Saisonspiel gehen und das wird sein gegen den SC Freiburg. Das ist ein Aufsteiger logischerweise, letzte Saison ja abgestiegen, am letzten Spiel dagegen eben Hannover und jetzt sind sie wieder da und im ersten Spiel direkt wieder gegen die Hannoveraner. Wird auf jeden Fall interessant, ich hoffe, ihr habt da ordentlich Bock drauf. Lasst dafür auf jeden Fall direkt mal einen Daumen nach oben da, würde ich mich drüber freuen. Wir spielen mit relativ interessanter Schaderstellung, unter anderem haben wir da ja im Sturm, ja, Kokorin, auf der rechten Außenbahn spielen wir, glaube ich, weiter mit Uwe Bech, links da maximal. Wird gut, denke ich mal. Wir gehen rein, ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Die HDI Arena war der Hexenkessel, der den SC Freiburg in der Saison 2014-2015 in die zweite Liga befördert hat am letzten Spieltag. Jetzt sind sie wieder aufgestiegen, sind wieder da in der ersten Bundesliga und durften ihr erstes Bundesligaspiel der Saison 2016-2017 direkt mal gegen den ehemaligen Abstiegs-Mitstreiter Hannover 96 bestreiten. Eine interessante Partie, natürlich die Choreografie vor der Partie auf beiden Seiten sehr beeindruckend. Die Fans von Hannover 96 sind ja international vertreten dieses Jahr und dementsprechend auch ja sehr gut, guter Dinge, dass das hier alles wunderbar laufen würde. Spielerdebüt gab es bei den 96ern, 10 Millionen Mann, Virgil van Dijk stand erstmals auf dem Platz in der Innenverteidigung, niederländischer Landsmann, ist einer der ja mittlerweile meisten Spieler bei 96, die gleiche Nationalität haben, Leroy Föhr, Leandro Bakuna, den wir gerade rechts gesehen haben, links gesehen haben und Virgil van Dijk sind schon mal drei, die heute in der Startelf standen, Bakuna auf der rechten Seite, daneben dann van Dijk, Hoffmann und Albornoz, Leroy Föhr auf der 6, davor Ivar Fossum, zusammen mit Uffe Bech, Alberto Snack, Alain Saint-Maximin und Alexandre Kokorin. Das ist auf jeden Fall eine interessante Neuerung bei den Hannoveranern. Natürlich auf der Bank unter anderem noch Charlie Benchop, ein weiterer Niederländer. Auf der anderen Seite Schwolo im Kasten davor, Kübler, Kempf, Mitrovic, zurückgekehrt von der Leihe von Gent und Günther. Im zentralen Defensiv im Mittelfeld Abraschi und Höfler davor, Franz, Griefhoff, Petersen und Wu Lei, der chinesische Neuzugang, die Nummer 10. Er sollte heute gleich mal zeigen, dass er für die Bundesliga auf jeden Fall genug Potenzial hat. Ob das Ganze geklappt hat, wir werden es im Laufe der Partie sehen. Leroy Föhr, seine Landsmänner und auch der Rest von Hannover 96 waren sehr, sehr positiv, was dieses Spiel angeht. Ja, sie haben vor der Partie gesagt, dass man 3 Punkte auf jeden Fall zum Saisonstart bräuchte, um genauso eine erfolgreiche Saison zu spielen wie letztes Jahr. Und dafür wollten sie alles investieren, aber gegen Aufsteiger sollte das schon klappen. Auch die Neuzugänge Kokorin bzw. Bangura waren im Kader, Bangura nur auf der Bank. Kokorin, ja, der spielte gleich mal in der Sturmspitze, hatte da Benchop bzw. Mbakogo in der Vorbereitung direkt mal verdrängt. Es ging richtig interessant los für die Hannoveraner. Wir sind in der 7. Spielminute und die Rothosen, ja, die spielten direkt mal sehr, sehr interessant nach vorne. Die Balleroberung hier von Leroy Föhr, dem Niederländer, mit dem Ball auf Ivar Fossum und der nochmal weiter auf Kokorin, erster Versuch des russischen Neuzugangs gekommen von Dynamo Moskau, scheitert hier aber noch an Günther, den Ball zur Ecke abwehrt, die reingebracht von Albert Rosenack, Standardspezialist bei den Hannoveranern, Kopfball von Leroy Föhr auf der Linie geklärt, es sah sehr, sehr interessant aus in der Anfangsphase, denn Hannover spielte gleich schnörkellos nach vorne, versuchte gleich gefährlich vor das Tor zu kommen, Leandro Bakuna nochmal auf Uwe Bech, die Flanke in die Mitte, aber Kokorin kommt dann nicht dran, nochmal Bech dann mit dem Versuch, diesmal mit dem starken linken Fuß und Föhr ist da, aber kann den Ball nicht gefährlich aufs Tor bringen, trotzdem war der Niederländer, der ehemals bei den Queens Park Rangers in der Premier League gespielt hatte, der aktivste und auffälligste Mann in der Anfangsphase. Freiburg traute sich dann nach knapp 20 Minuten erstmals nach vorne. Das ist Vincenzo Grifo, der Italiener, mit einem schönen Versuch. Allerdings, naja, gescheitert am Keeper der 96er, Samuel Radlinger. Dann kam 96 mal wieder nach vorne. Uwe Bech mit dem Ball auf Albert Rosenack, der im 16er versucht. Und dann ist wieder Schwolo da und hält seiner Mannschaft hier das 0:0 erstmal fest. Hannover war das bessere Team. Allerdings brachten sie den Ball noch nicht ins Tor. Dann wieder ein Ball auf Kokorin, der sich auch ab und zu mal fallen ließ und weiter hinten agierte. Schöner Pass auf ja den Kollegen Rosenack, den Slowaken. Der ist im 16er und wird gefoult von hinten. Und es gibt den Elfmeter. 45. Minute. Strafstoß für Hannover 96. Und das vollkommen zu Recht. Das Foul hier, wir sehen es im 16er von Marc-Oliver Kempf. Da darf er niemals so hingehen, trifft nicht den Ball, trifft nur seinen Gegenspieler. Und dementsprechend die große Chance für Hannover und für einen Niederländer, sein erstes Saisontor zu erzielen. Leandro Bakuna, bester 96er, Strafschuss-Schütze, 1:0. 46. Minute, die erste Minute der Nachspielzeit der ersten Halbzeit war gelaufen und das Spiel für den Aufsteiger war ebenfalls gelaufen, denn es stand 1:0 für Hannover. 96 hatten sich in der ersten Halbzeit verdient, die besseren Chancen gab es auf Seiten der Roten, sie hatten sie bisher nicht genutzt, aber jetzt war Bakuna da, machte das 1:0, Schwolo chancenlos verladen in der falschen Ecke und dementsprechend die Pausenführung. Durchgang 2, ja, Freiburg war ein bisschen verunsichert, versuchte aber weiter nach vorne zu spielen, beziehungsweise den Rückstand wettzumachen. Das ist Wu Lei, der Chinese, nach vorne auf Nils Petersen, der verliert zunächst mal fast den Ball, allerdings
ja, indem man seinen eigenen Mitspieler läuft, nochmal auf Höfler, der passt nochmal zurück auf Petersen, der ist viel zu wenig bedrängt, zieht direkt ab und macht das 1:1, was für ein Strich von Nils Petersen zum Ausgleichstreffer, 49 Minuten durch und der SCF war wieder da, was für eine klasse Aktion von Nils Petersen, Top-Torschütze der vergangenen Zweitligasaison, schon in der Abstiegssaison, der ehemalige Leihspieler des SV Werder Bremen, der beste Torschütze bei den Freiburgern und hier zeigt er, warum die kurze Ecke, normalerweise die Torwart-Ecke von Radling, aber der kann da gar nichts machen, der Schuss viel zu kraftvoll und perfekt in den Winkel, Freiburg machte sich dann selber das Leben wieder schwer, Ballverlust gegen Kokorin von Abraschi, der läuft alleine zu auf Schwolo und scheitert, den macht er normalerweise im Schlaf rein, der Kokorin, richtig guter Stürmer, der Mann, ehemals von Dynamo Moskau, hier kann er den Ball aber nicht im Tor unterbringen, ganz, ganz bitter für Hannover, dass sie nicht direkt wieder in Führung gehen konnten, der nächste Versuch wird dann von der Verteidigung der Freiburger geklärt, Hannover war trotzdem am Drücker, sie wollten natürlich den ehemaligen Abstand wiederherstellen, das ist Ivar Fossum, der Norweger, schöner Versuch, Schwolo ist da, aber der Ball ist noch ja, nicht ganz geklärt, im Endeffekt muss er dann rausgehauen werden von Mike Franz und der macht das auch, sodass es einen Einwurf gibt für die 96er, Mico Albornoz, der chilenische Linksverteidiger, Flanke auf den zweiten Pfosten, Bakuna und da ist Rosnack, 2:1, 62. Minute, Hannover wieder in Führung und das war verdient und hatte sich angedeutet, Kokorin hat es noch vergeben, aber diese Flanke von Albornoz ist zu gut, Bakuna mit dem Kopfball erneut zur Stelle und dann ja, ist es im Endeffekt Rosnack, den Ball über Linie drückt, es war übrigens nicht Bakuna, sondern Mangura mittlerweile eingewechselt mit dem Kopfball in seinem ersten Spiel, also seine erste Torvorlage und Kokorin, der wollte unbedingt treffen, der wollte unbedingt seinen Treffer erzielen in seinem ersten Bundesligaspiel, aber er war nicht vom Glück gesegnet. Hier ist er wieder und Schwolo mit einem klasse Reflex. Er verhindert, dass der Russe sein erstes Tor macht. Wir haben es gerade schon gesehen, die Riesenchance vergeben, diese auch. Es sollte einfach nicht sein, aber Hannover war jetzt das einzige Team, was noch nach vorne spielte, denn Freiburg war in der Defensive viel zu unsolide. Der Ball von Fossum auf den ebenfalls, wie eben gesagt, eingewechselten Bangura, da war Schwolo ebenfalls noch dran. Der Freiburger Keeper machte eine richtig gute Partie, war der beste Mann auf dem Platz bei seiner Mannschaft, verhindert hier das 1:3 und in der nächsten Szene direkt wieder Leroy Fer mit dem Kopfball, der auffälligste 96er, mal abgesehen von Albert Rosnack und Kokorin, aber ihm war kein Tor hier vergönnt. Dann kam nochmal Freiburg nach vorne, wir sind in der 85. Minute, von dem war eigentlich gar nichts zu sehen und dann doch nochmal gefährlich der Schussversuch, aber Radlinger hält diesen Ball sicher fest, wirft ihn dann nach vorne, allerdings ja, in die Arme der Freiburger, Ball wurde relativ schnell zurückerobert und die letzte Chance hat Hannover 96, Jerry Mbakogo eingewechselt auf Leroy Fer, der im 16er versucht, allein anstatt quer zu legen, hätte er mal lieber auf Rosnack gepasst, das wäre eventuell das sicherere Tor gewesen, aber auch so war es egal, denn es war die letzte Szene der Partie und Hannover 96 gewinnt mit 2:1 das erste Saisonspiel der Fußball-Bundesliga 2016 und 2017 gegen den Aufsteiger SC Freiburg mit 2:1. Das war eine sehr interessante Partie. Hannover war das deutlich überlegene Team, hat lange aus ihrer Überlegenheit nichts mal gemacht, beziehungsweise kein Kapital schlagen können. Dann der Führungstreffer kurz vor der Halbzeit, direkt der Dämpfer kurz nach der Halbzeit, aber dann naja, war es doch die Überlegenheit und Klasse der 96er Neuzugänge, die im Endeffekt den Weg für den Sieg ebnet. Hannover startet also gut mit 3 Punkten in die neue Saison. Freiburg ist direkt wieder auf Abstiegsplatz. Mal sehen, wie sich das im Laufe der Saison noch so entwickeln wird. Ja, ein sehr erfreulicher Bundesliga-Auftakt in die Saison 2016-2017, was ich jetzt irgendwie schon 800 Mal gesagt habe, aber muss ja auch immer wieder erwähnt werden. Finde ich sehr, sehr gut. Hat mich auf jeden Fall gefreut, dass wir hier gewinnen konnten gegen den SCF. Wie gesagt, ist ja auch das Ergebnis, beziehungsweise das letzte Spiel der Saison 2014-2015 und das gleiche Ergebnis sogar. Auch damals war Nils Petersen erfolgreich. Allerdings waren die Torschützen bei Hannover 96 natürlich andere. Rosnack war damals gar nicht bei Hannover. Und wen hatten wir da noch? Wer war der erste Torschütze nochmal? Ach ja, genau, Bakuna ebenfalls nicht. Von daher, naja, bisschen unrealistisch. Soll mich aber nicht stören. Der 10 hat auch damals getroffen mit Kiyotake. Der zweite war dann halt Jimmy Brior bzw. ein Eigentor. Aber was soll's, macht ja auch nichts. Trotzdem, die Parallelen sind unverkennbar. Wir trainieren unsere Mannschaft mal wieder und zwar zum ersten Mal unter anderem den Kollegen Virgil van Dijk. Da war schon wieder das Wort Kollege, was soll's. Der Niederländer ist ein vielversprechender Spieler und wird dementsprechend direkt mal ein bisschen gepusht. BB, CDF, naja, geht besser, aber in den nächsten Episoden wird das sich hoffentlich noch wieder steigern im Training. Wenn es euch gefallen hat, diese Episode, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Das ist dann höchstwahrscheinlich Montag. Ich wünsche euch bis dahin noch einen wunderschönen Tag. Bis dann, lasst einen Daumen auf, oben auf jeden Fall da. Haut rein und ciao.